Sieht aus, als wäre da drüben in Lage. Oh nein, nicht die Viecher schon wieder. Diese Hundesaurier. Oh. Es fühlt sich so an, als hätten die sich gesagt, komm, wir packen jetzt mal alles, was dem Typ auf den Sack geht. Und es kommt dann hier alles hin. Ach, da stehen ja welche. Ja, da kommen wir scheinbar auch nicht rüber von hier aus. Ich komme aber hier hin. Da laufen noch mehr Halbmenschen rum. Ich gehe mal da rüber. Da ist da drüben schon mal. Nee. Hier war ich noch nicht. Ein Dunkelschmiedestein, Stufe 9. Ein ganz viele Fledermäuse. Ich freue mich. Und hier kann ich wieder meine Asche, meine Träne beschwören. Einfach nur so oder kommt hier ein Boss? Ruinen der Sternengucker. Ich hasse diese Fledermäuse. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Schauen wir mal, ob da jetzt ein Boss kommt oder nicht. Hallo? Da ist ein Feuer. Was? Oh, kann ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, bist du das, die da redet?
Okay, durch ein Siegel verschlossen. Muss ich... aufrufen, Oktopus anbieten. Was kann man der anbieten? Halten die so viele aus? Was kann ich dir anbieten? Habe ich es schon oder muss ich es erst noch finden? Oh Mann, ich weiß es doch nicht. Die will sich doch nur die Sterne angucken. Muss ich da wieder irgendeine Geste machen? Muss ich vielleicht erst die Schwester finden? Ich will jetzt halt einfach... In jedem anderen Spiel würde ich jetzt einfach mal zwischenspeichern, die umhauen und gucken, was passiert. Aber wie wir alle wissen, funktioniert das hier leider nicht. Und das ist die einzige Nachricht. Das werte Oktopus. Kann ich vielleicht... Was passiert denn? Moment. Ohne Scheiß. Ohne diese Nachricht hier hätte ich das im Leben, aber im Leben niemals rausgekriegt, dass ich das hier machen muss. Naja gut, aber ich hab's geschafft. Aber ich meine, es muss ja auch einen Grund geben, warum man ausgerechnet hier... ...einen Arsch beschwören kann. Urschimmersteinklinge. Ist es eine Waffe oder ist es... das sieht mir aus wie ein Talisman. Da ist er. Zauber verbrauchen weniger FP, aber maximale LP sind reduziert. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Ach, das freut mich. Ohne Scheiß. Fühlst du an, als hätte ich jetzt voll das krasse Rätsel gelöst? Was wahrscheinlich gar nicht. Aber ich bin jetzt von ganz alleine drauf gekommen. Das ist, finde ich klasse. Ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich solche
FromSoft-Gemeinereien alleine geschafft habe. So, und wenn ich jetzt hier bin... Beim letzten Mal bin ich, glaube ich, von hier gekommen. Nee, ich habe keine Ahnung, wie... Wie bin ich beim letzten Mal zu diesem Händler gekommen? Da war ich ja schon mal. Da müsste ja hier sein. Na, da vorne ist er. Wie bin ich da beim letzten Mal hingekommen? Wie habe ich denn das gemacht? Ohne das alles zu sehen, wo ich eben war. Hallo, Mr. Händlermann. Well, there you are again. Divorce from one's trade does not come easily. Hast du was Interessantes für mich? Ich glaube, ich kaufe mal noch ein paar Bolzen. Okay. Das heißt, das hier haben wir durchsucht. Das heißt, wenn ich hier jetzt rüber gehe, komme ich wieder in den Bereich mit den untoten Riesen. Entweder ich kämpfe mich da komplett durch, was verdammt lange dauern wird, was ich aber auch noch machen wollte. Einfach um zu sehen, ob da was passiert. Oder ich gehe da oben hin, aber das sieht mir deutlich größer aus. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ah, hier bin ich, glaube ich, schon gekommen. Kann das sein? Ja, hier bin ich, glaube ich, hochgekommen. Das war die Hütte da unten. Und dann bin ich hier hochgekommen. Ja, okay. So war das. Dann war ich beim Händler. Bin hier hoch. Über die Brücke. Und da kommen jetzt diese ganzen untoten Riesen. Und hier stand dann irgendwo das Auge der Bestie. Er zittert. Ich sag ja, das wird lange dauern. Vor allem, weil es hier so viele sind von denen. Okay, aber so mache ich mehr Schaden. So, das war der erste. Da kommt hier, glaube ich, gleich schon der zweite.
der macht es mir wohl nicht so leicht. Da stand's wieder. Das Auge der Bestie zittert. Ah, ich wollte mich schreien. Vielleicht doch erst den hinten dran, der schießt. Aber wenn ich von der Seite komme. Irgendwo hier muss eine Todeswurzel sein. Ah! Den habe ich gesucht.
Helfens Spitzenturm und eine Todeswurzel. Okay, damit ist jetzt auch das Geheimnis der Todeswurzel hier gelüftet. Und ich will wissen, was passiert, wenn ich dem jetzt noch eine bringe. Ich will es einfach wissen. Achtung jetzt. Hallo. My thanks tarnished. Death, my sin, should not be touched by the hand of man. I shall grant thee my cause. Feed me more. Okay. I shall grant feed me. Oh, das ist irgendwie ein bisschen aufregend. Okay. Da oben ist ja auch noch Nebel. Da muss ich auch irgendwie noch hinkommen. Hätte ich da schon hinkommen können? Da war ich ja sogar schon. Sehe ich gerade. Ach, da ist es. Wieso habe ich da keine Map? Oder komme ich da nochmal hin? Hier ist auf jeden Fall noch ein Stück Karte und hier ist noch ein Stück Karte. Aber den Großteil sollte ich jetzt schon aufgedeckt haben, oder? Naja gut, okay. Ich will mir jetzt auf jeden Fall meine Runen wiederholen. Das mache ich jetzt von da aus. Da reite ich einfach durch. Und dann muss ich mal gucken, wie ich am besten zu dem Mausoleum komme, beziehungsweise zu dieser Stadt oder Burg oder was auch immer das da unten ist. Da sind meine Runen. Ah, jetzt kommen auch diese Riesen nicht mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber wenn es nur noch der eine ist, könnte ich den schnell töten. Ja, wenn es nur der eine ist, den mache ich schnell fertig. Nein, das soll auch werden. Oh nein. Weil jetzt kann ich mich dann hier in Ruhe umgucken. Und da lagen ja noch einige Items rum. So ist ja nett.
Haben wir dann auf jeden Fall den nächsten Bereich geräumt. Ja, ich sehe euch. So, da haben wir nämlich noch ein paar Menschenknochensplitter. Die habe ich schon überall gesucht. Kann man irgendwie da hoch? Bringt mir das was, da hochzukommen? Da war der Seefahrer. Von da aus darunter. Moment, da haben wir noch so viele Items gelegen. Ich weiß, ich habe mittlerweile auch einige eingesammelt auf meinem panischen Durchschreiten hier, aber noch nicht alle. Ein paar goldene Runen können nie schaden. Aber hier bin ich jetzt schon wieder an meiner Gnade. Okay, jetzt gucke ich mal, wie ich da runterkomme. Ich kann hier wieder... Todesritenvogel. Autsch. Ich kann mich nicht bewegen. Was für fancy Bosse hier unterwegs sind. Da muss ich bestimmt weg. Okay, da war ich vielleicht ein bisschen zu überambitioniert. Aber den kriegen wir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.